Willkommen zurück, liebe Leute, zu Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, da haben wir ein Wespennest. Da schieße ich besser mal aus dem Fernrohr. Mach das. Ob dir das was hilft, wer weiß. Bestimmt müsst ihr jetzt einen Fluss scannen. So wie man es bei Twilight Princess an der einen Stelle machen muss. Ihr habt hier folgendes. Scheiße. Aber nicht sehr weit. Und ihr folgendes immer noch übrigens, ne? Nee. Aber sobald die dich wiedersehen, kommen die wieder auf die Schuhe. Nee, sie sind verschwunden. Sie sind verschwunden. Lol. Alter, wie geil. Du hast Honig. Honig füllt mega viel auf. Oh ja. Definitiv. Honig ist cool. Lasst das das gesagt sein. Sowohl hier als auch im Real Life. Honig ist geil, merkt euch das. So, was haben wir denn hier? Hyrule-Pilz, okay. Sorry. Und hier ist eine Hütte. Was ist da mit drin? Holzfäller-Axt. Cool. Sollen aber auch den Rest da, den es da gibt? Ja, geil, dann machst du erstmal. Oh, Silly! Oh. Oh, Junge, man kann richtige Rezepte machen, hast du es gesehen? Man kann richtige Rezepte machen. Ja, ja. Ja, Röstapfel. Oh, und da war nochmal Silly, ist sehr schön. Und ein Buch. Hol das Buch. Bitte Rezeptebuch. Nein, Tagebuchseiten. Das scheint. Lesen. Nicht nur verlorene Kraft wiederher, sondern wärmt den Körper auch in größerer Kälte von innen. Da wird das Schneeplateau. Man kann mit den Chilis Gerichte kochen, dass man da drin aushalten kann. Nice. Aber ich glaube, es gibt auch eine Stelle, wo es warme Kleidung gibt. Das wäre auch eine gute Idee. Die kann man auch finden im Spiel. Solange man sich vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili. So viel weiß ich noch. Leider fehlt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde langsam wirklich alt. Oh, verdammt. Mein Winterbaum ist ergeben. Okay, wo ist der Alte eigentlich? Das ist eine gute Frage. Guck, oh, man kann hier Tiere jagen. Ja. Nice. Topfdeckel. Ein Topfdeckelschild. Und ein Pilz wieder. Ja, hoffentlich kann man. Hoffentlich, jetzt mal kurz. Hoffentlich kann man die Pfeile danach aber wieder einsammeln. Ich habe übrigens gerade einen zweiten Part hochgehauen, die ich heute machen wollte, um die jetzt vorne rauszubringen. Die ersten beiden sind on, der Rest kommt morgen zum Teil. Also die ersten beiden. Aha. Oh, mein Pfeil ist weg. Alter, wer ist das denn? Der Alte! Jetzt fällt gerade ein Baum. Ho. Oh nein! Das ist der! Das ist der Weihnachtsmann. Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben, aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss den Baum vor dem Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das ist nicht meine Axt, die du da bei dir trägst. Nein. Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir doch beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft, ich muss mir eine Weile ausruhen. Okay, wir sollen also die Bäume hier fällen. Danke, dass du so gesprächig bist. Ups.
Bam! Bam! So. Rote einsammeln. Die kann man werfen. Kann man werfen, wenn es hart auf hart kommt. Nee, kann man nicht werfen. Waffentasche ist voll. Der Baum ist schick. Spring! Spring! Oh, jetzt kommen wir für die Kettenbaum hoch. Oh, jetzt kommt schon. Also ich fäll gleich den Baum hier. Mach los. Fäll mein Feuerholz raus. Mach dich dran. Ho, ho, ho. Ach, guck mal. Man braucht so einen Kochtopf. Sag mal, das ist jetzt ein Gala-YouTuber, ein anderer, also ist halt klein. 500 Abonnenten. Das ist ja mal eine stattliche Anzahl an Likes und Dislikes. Eigentlich mag ich den, aber ich hab dir nur aus dem 7. Dislike gegeben, damit das 9:9 steht. Das ist auch irgendwie ganz nice, ne? Einfach mal aus Prinzip. Mir bitte nie Dislikes geben. Ihr seid meine geile Community. Ihr wolltet sowas eh nie machen. Sonst werdet ihr morgen tot. Alles klar. Content reden. Okay, ich kann nicht gut reden. Ja, es ist mein Lebens mal wieder hier im Posten. Hey, ach Mann, das war so. Ach Mann, nicht dumm. Ich voll dead. So, jetzt. So, jetzt sind die Zeiten von schlechten Kommentaren vorbei, denn jetzt tue ich mal den. Yeah. Wieder. So, da haben wir Hyrule-Pilze. Hey, ein Gecko. Gecko? Wo? Da. Du bist ah. Blind? Ja, ich sehe ihn. Alter. Ah, da, ja, ich sehe ihn, lol. Und du? Wäre witzig. Vergessen. Und ein Gecko. Ich kann Gecko den Alten hier mal vor die. Aber da wohnt dann der Alte offensichtlich. Aber hat er nicht am Anfang vom Spiel gesagt, dass er ein. Dass er so ein. Wie sagt man. Er hat gesagt, er lebt alleine mit dem Plateau. Also, okay. Schon, alles na dann. Was er bisher alles vor sich gegeben. Das war noch nicht viel, aber ein bisschen was war's. Probier dein Geflügel, Junge. Friss dein Geflügel. Kochen, ja, cool. Kochen macht Spaß. Essig, oder? Yes. Fleischspieß. Der füllt mehr auf, als ich habe. Geil. Lol, den tun wir aufbewahren. Den tun wir sowas von aufbewahren. Der ist sehr wichtig. Jetzt probiere ich nochmal eine Mischung aus. Chili Chot. Nee, da wollte ich jetzt. Warte mal. Kann ich denn das auch hier? Nicht zu taugen, okay. Gut. Oh Mann, wir brauchen so eine bestimmte Heilpflanze. Die habe ich doch mal gefunden im Livestream, war das, glaube ich. Da habe ich so eine Art Heilpflanze. Habe ich da gefunden. Okay, das Spiel ist jetzt. Wird langsam interessant, sehr interessant. Das ist schön. Das ist auch die Aufgabe von Spielen. Da mal wieder so ein Monster. Um das Spaß, wir uns kümmern müssen. Kümmern müssten, denn es ist jetzt vorbei. Was ist da hinten, Alter? Was ist das für Oberturm, Alter? Sieht danach aus. Ah,
Punkt ist auch voll. Alles voll. Oh Scheiße, haben sich alle beworfen, ich voll die Depp. Ich hab sie einfach entkommen lassen. Ja, da kommen die wieder, die Bösen. Ja, dein Bogen. Der Bogen liegt da, ne? Kann ich nicht auch sagen, ich vergessen. Zack, boom, bang, einer ist mal weg. Halleluja, ein anderer macht mit's auch. Zack, zack, boom, bang, buff, buff. Und er ist weg. So ungefähr. Alles voll, jetzt einfach alles voll. Okay. Yes! Und schieß weiter Pfeilen, lieber Goblin-Mann. Ich liebe Pfeile. Ich brauche eine Pfeile. Yes, hopp. Was? Hey, wie kann denn die Pfeile so wundervoll verschießen? Alter, das reicht's aber. Nein. Ach, shit. Bam! Nein! Der sieht das auf das. Verdammt, 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 verdammt. Schnell wegrennen! Nein. Immer das Effektivste. Der Schatz ist jetzt für alle erhältlich im Handel. So, da hätten wir noch was. Was ist das hier für eine Drogenfabrik? Eine sehr große Drogenfabrik. Ich komm hier nicht rein. Definitiv. Ich komm da nicht rein. Scheiße. Ey, guck mal, an meinem Schild ist ein Holzpfeil drin. Richtig geil gemacht. Ah, ich finde die Grafik sieht so geil animiert aus, wenn du den Magnet anhast. So. Sieht richtig cool aus, de facto. Sehr cool. Nice, es so brennt. Dann sammeln wir die Drogenfabrik ab. Oh shit. Da wird Honig. Die Honigdroge. Die Honigdroge. Das heißt, das ist ein Wespenmuff. Und tschüss. Ganz, oh, ganz, ganz schlimme Drogenwespen. Das sind die Arbeiterinnen verkleidet. Ja. Die machen dir gerade lebenswert. Oh Scheiße. Danke. Mann. Viel zu lange Lebenserwartung in this game. Ah ja, das sagst du jetzt nur so. Stimmt. Bombenpfeile ins Getriebe rein, dann bam. Geht das ganze Ding erstmal in die Luft. Die kleine Wächterkappe. Was ist das da oben? Wie schießt du das? Sportling.
alle, die ihn wollen. Ich bin. Her damit. Jo! Shit! Ist das geil! Wurfsbär, live bei dir! Ins Auge werfen bei denen. Lol. Jetzt habe ich so viel mehr Chancen gegen das Ding. Das stimmt. Das wird geil. Du brauchst einfach erst so eine gewisse Anzahl an Waffen. So, das ist immer. Okay. So, ich gehe auf den Tisch und lese. Ja, sehr so, schön. Gelesen, Leute. Weiterlesen. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Ja, das war natürlich nicht so gut. Ich brauche Wild und Chili. Definitiv. Es war weder ein Pilz noch eine Pflanze noch Geflügel. Tja, mit diesem Rätsel beenden wir den Part, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter. Wo ist der Alte? Den suchen wir im nächsten Part. Ja, wieso? Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!